Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Abfischen, Naturteich Mitsukoshi. Wir haben aber einen Special Guest an Bord. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Warst du eigentlich schon mal im Blog oder nur dein Teich bisher? Nur mein Teich und die Innenhälterung dortmals. Stimmt. Alienator noch. Genau, weil er ist bekannter, als Sie glauben. Weil am Anfang habe ich immer gesagt, dass mit der Strömungsplatte, super, aber das hast du toll gemacht. Ja. Mit der Strömungsplatte, mit der Prallplatte, das ist nämlich auf Arthur, Alice und Stefans Miste gewachsen. Ihr habt zusammen diese, wie viel Kubik waren das, 4 Kubik Innenhälterung? Ich glaube, 4-5 Kubik, ja. Und sowas. 4-5 Kubik, jeder hat im Jahr, glaube ich, 3-4-5 Fische frei, die da genau. Reinkamen und dann habt ihr das schön zusammen gemacht. Ihr seid ja eigentlich Jugendfreunde, du wohnst ja auch nur einen Steinwurf von denen genau. Weg. Genau, ja, alle im Umkreis von einem Kilometer. Ja. Und Stefan hat es jetzt auch weiter professionalisiert, seine Koi-Leidenschaft. Du hast jetzt eine kleine Firma gegründet, wo auch PE-Arbeiten, Teichbauten genau, und so. Genau, ja. Mit Vollmantelteiche, bisschen Filterbau, PE-Folie. Also das gesamte Programm. Genau, ja. Und wie bist du drauf gekommen? Deine Leidenschaft für Koi war zu heftig irgendwann, dass du gesagt hast, es geht nicht mehr nur als Hobby, ich brauche mehr von der Droge. Ja, man weiß ja nicht, was man in seiner Zeit anstellen soll. Nee, und dann habe ich mal die Chance gehabt, in der Handwerkskammer Dortmund die Schweißscheine zu machen, da einen Dortmund Einblick zu bekommen. Ist ja genau. Gleich neben Baden-Baden, gell? Fast. Nee, und da habe ich das für mich gesagt gehabt, okay, da kann ich was mit anfangen. Habe mir das aufgebaut, die Gerätschaft gekauft, mich da eingearbeitet. Cool. Ja, und darauf bin ich jetzt hängen geblieben und wachse geil. Langsam. Wie alt bist du jetzt auch so Mitte 20? Ja, Ende schön 20? Wär's, 30. 30? Bist du so viel älter als die anderen zwei? Ja. Echt? Wusste ich nicht. Ich weiß, man sieht es unter Anker. Doch, doch, das schon. Ich habe mich immer gewundert, warum siehst du so alt aus, wenn du doch eigentlich in deren Alter sein müsstest. Den hast du dir jetzt selber eingefangen. Du bist jetzt aber wie lange schon in Japan? Ich bin seit dem 18. Oktober. Das sind ja schon 2 Wochen, 2,5 Wochen. Ja, genau. Und wo warst du da jetzt? Im Niigata-Gebiet. Also Niigata, ich musste es googeln, das ist was ganz Witziges, da gibt es auch Koi. Ich habe mir es noch auf die Hand geschrieben, das schreibt man mit 2 I, Niigata. Genau, gell? Ja. Und was hast du da gemacht in Niigata? Auch im Grunde die Koi-Farm besucht. Da gibt es Koi-Farm? Ja. Arsch. Er hat auch zu mir gesagt, er war es, er hat es zu mir gesagt. Also und diese nee. Koi-Farmen, da werden auch Koi produziert. Ja, okay. Eine Farm so an sich. Ja. Auf wie viele Koi-Farmen warst du? Ich denke mal so rund 15 Stück haben wir uns. Welches war die eindrucksvollste? Die eindrucksvollste und liebste ist mir Torraso. Mhm. Sehr bekannt. Genau. Durch Harald Bachmann früher, der hat ja ein ganz großes Geschäft gemacht genau. Mit denen. Ja. Ja. Genau. Nö. Und ansonsten, was ich auch recht imposant finde, ist Maruhiro. Maruhiro? Das ist genau die mit dem Onsenbecken. Ja, ja. Ist ja recht bekannt. Ja. Also finde ich einfach die Varietätenvielfalt in der. Jumbo-Klasse vor allem, was die da anbieten, ist schon enorm. Mhm. Und ansonsten halt viele kleine Eindrücke, viele Farmen, die andere besser, die anderen ein Tick schlechter. Mhm. Aber im Großen und Ganzen. Ja, und wie fühlst du dich jetzt heute? Du warst zum ersten Mal bei Konishi, das muss ja für dich sein, wie für einen Christian Heiligen Gral findet und auf der Bundeslade heimgetragen wird. Ja, nee, also ich habe ja du brauchst viel jetzt nicht stottern, du kannst jetzt einfach, lass deinen Emotionen freien Lauf. Nee, ich habe ja noch nicht viel gesehen, ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das geklappt hat hier. Und bin jetzt auch mal gespannt, was wir hier jetzt gleich sehen, was abgefischt wird. Sind wir alle gespannt, so wie du. Der Tag wird zeigen, was kommt. Ja. Aber du bist schon durch und durch Koi-Freak, gell? Ja, so ein bisschen. Also er hat mir vorher auch gesagt, was er so kauft und welche Preisklasse er kauft. Also du bist jetzt auch mittlerweile auf dem Trip, lieber weniger, aber richtig geil. Genau, ja. Ich denke einfach, da hat man auf Dauer mehr davon. Und es ist ja meistens, schaut man den Teich und er freut sich ja. Man sieht die Fische und meistens sieht man ja die einen stören. Und wenn man da einfach sagt, das hast du, das hast du, das hast du schön gesagt. Da gibt es aber zwei Typen. Ja? Also ich bin der Typ, ich gucke immer nur auf das Schöne und sehe das andere nicht, blende das aus. Also das ist eine Typsache. Und manche Leute, die gucken in ihren Teich und sehen wirklich immer nur das, was nicht schön ist. Aber es ist natürlich am schönsten, wenn es irgendwie ausgeglichen ist. Ja, genau. Und da, ich denke, da muss halt jeder seinen Weg finden, wo er landet. Man kann es niemand übel nehmen, wenn er nicht viel Geld für Fische ausgibt. Ich finde, da muss jeder in seiner Klasse das Beste für sich selbst draus machen. Und ich denke, da ist man auf einem guten Weg, dann im Hobby. Ist so. Und kann auch wirklich Spaß haben.
Cool. Also wir werden uns nachher noch mal ein bisschen mit dir unterhalten, wenn wir die Fische auf der Farm fotografieren und anschauen und machen und tun. Heute ist eine ganz besondere Ikea-Age. Heute ist Mitsukoshi. Das sind 4- und 5-jährige Elterntiere, kommen jetzt zurück. Wir wissen, Konishi ist eine der Farmen mit den meisten Elterntieren in Japan, hat auch eine ganz einfache Bewandtnis. Keine Farm züchtet eigentlich so viele Varietäten oder könnte so viele Varietäten züchten wie Konishi. Und wenn man jetzt überlegt, man braucht für jede bestehende Blutlinie, braucht man 3 Elterntiere, wenigstens weibliche, plus natürlich dann noch die entsprechende Anzahl männlicher Elterntiere, um, wenn mal was passiert, auch den Fortbestand der Blutlinie zu garantieren. Und jetzt muss man sich aber auch noch überlegen, Shusui oder Kohaku oder Showa hat ja nicht nur eine Blutlinie, man hat 2, 3 Blutlinien und jetzt rechnet man das Ganze hoch und so kommt man auf die Hunderte, wenn nicht sogar Tausenden von Elterntieren. Du wirst heute hier 50 sehen auf der Farm. Oben kann ich dir alleine mal mit Sicherheit aus dem Stand 400 bis 500 männliche Elterntiere zeigen. Da könntest du ein Koi-Varietätenbuch drüber schreiben, weil eigentlich komplett alles drin ist. Ja, also da gibt es wirklich nur ein paar Ausnahmen. Shiro Utsuri haben wir oder hat Konishi aus Respekt vor Omosako zum Beispiel nie produziert. Ja, ja, und heute kommen, so, das sind jetzt die Nachkommen, die Newbies, die wo letztes und vorletztes Jahr nach der Ikea-Age als Elterntier ausgesucht wurden. Und das sind richtig geile Tiere, zum Teil nicht von der Zeichnung, aber ich glaube, was Qualität und Körper angeht, das sagst du heute, wenn wir fertig sind. What the fuck is Niigata? Das schauen wir mal. Also, und Sie wissen aber, ich mache da Spaß. In Niigata hat es genauso geile Fische wie bei uns. Ja, die gibt es überall. Und das ist halt immer nur die Frage, wie, wo, was. Ja, oder kennst du einen, du hast es vorher, hat Stefan im Auto richtig gesagt, egal zu welchem Züchter man kommt rein und man stolpert als erstes mal über irgendeinen geilen Fisch. Und so ist es auch. Aber nur mit geilen Fischen produzieren, das ist halt auch nicht getan. Nee. Sind wir uns einig? Also, Tim macht jetzt den Rest vom Block, latscht da ein bisschen drin rum. Und ja, und wir sehen uns dann auf der Farm, bitte. Viel Spaß. Ja. Die Jungs haben schon angefangen. Ich habe die Kamera wieder übernommen. Mich hier ein bisschen positioniert. Wir haben von der Seite ein bisschen schlechtes Licht, weil da die Sonne so extrem reinscheint. Jan hat sich auch eine Warthose angezogen. Allerdings steht er hier noch echt vorsichtig an der Seite. Hast du Schiss? Hat wahrscheinlich die meiste Erfahrung von uns, also neben den Jungs natürlich, die waren schon mal deutlich häufiger drin. Aber wenn du jetzt 2 Schritte nach vorne machst, dann ist es richtig tief. Ja. So. Die 2 da hinten stecken richtig tief fest. Was ich noch kurz sagen wollte, also im Mai habe ich da hinten gefilmt, als am Boden Akimoto Fußspuren von den Bären gefunden hatte. Und auch hier hinten wissen sie, dass da im Wald ein Bär ist. Also das ist bekannt. Und der auch immer wieder mal versucht an diesen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dass der Container, wo das Futter drin ist, hier daneben war das Futter und da ist er immer hingegangen. Und die witzige Geschichte, Martin ist da die vergangenen Jahre immer hinten rumgerannt und hat Bilder gemacht. Und Akimoto hat vorher erzählt, er hat sich immer gewundert, was er da macht, dass er das nicht weiß. Weil er genau wusste, dass da ein Bär ist. Also sie sind da auf jeden Fall vorsichtig. Aber jetzt kommen wir dann zu Koi. Da bin ich sehr gespannt. Wirklich viele verschiedene Varietäten. Ach du liebe Zeit, also hier geht es richtig runter. Die kämpfen da hinten auch. Und dann sind wir gleich wieder da, sobald die Jungs das Netz zusammengezogen haben. Und dann geht es auch schon ab nach oben. So, wir sind fast durch. Und ich wurde auch schon einmal gerettet von Makoto, als ich da hinten stand. Ich stehe jetzt auch schon wieder wirklich bis zur Pobacke im Matsch, Schlamm. Komme jetzt leider auch gerade nicht weg. Es sind auch einige kleine Toser dabei, also da hat wieder ein Männchen oder sich ein Weibchen als ein Männchen herausgestellt. Und sich mit irgendeinem von den Mädels da drin gepaart. Und da wird auch erstmal nachher geschaut, wer da der Übeltäter war. Aber die Koi sind schon mal richtig gut gewachsen.
Jetzt haben wir es hier auch schon fast. Ich stehe hier wirklich, glaube ich, an der mit ungünstigsten Stelle. Aber ich komme jetzt auch nicht weg. Schauen Sie sich den an. Hast du Angst? So geht's. Hier geht's schon los. Lariwake. Also man sieht es immer wieder dazwischen hier. Viele kleine. Wow. Gigantischer Kutschako. Kinrin. Glaube ich aus der Nanashi-Linie. Das haben wir bei den Nissa schon ähnliche gesehen. Da jetzt Koaku. Kenshova. Mit einem brachialen Körper. Oh, Goromo. Tschüssi. Wow. Eine richtig tolle Qualität. Zeichnen vielleicht ein bisschen schwer, aber das spielt beim Elterntier erstmal nicht die entscheidende Rolle. Auch nochmal ein Ginrin. Ne, normaler. Wow. Ach, sehr geil. Er sucht Fische, findet keine. Wow. Das könnte oder müsste aus der Chosui-Linie kommen, in Kosui. Ich muss mal aus dem Weg. Komm nur leider. Oh, Chitte Matte. So, ein neuer Ort und Stelle. Aber das Ganze ist hier auch schon voll. Jetzt geht es, glaube ich, nach oben. Akimoto hat eine Ladung abbekommen. Ups, ich komme hier leider nicht weg. Sie glauben gar nicht, ich stehe hier wirklich so fest drin. Ich komme gar nicht mehr hoch. Sehr, sehr geil. Also wirklich, Körper sind alle richtig genial. Deutsch. Kohaku. Boah. Hokkaido. Machiba mit einer gigantischen Qualität, genau das gewünschte Rotbraun, was man möchte. Kuchaku. Ne, es ist ein Kinshova, der das Schwarz noch nicht so durchgedrückt hat. Was suchen? Geiles. Gehen drin. Hier geht's weiter. Nanoshurui. Deutsch Koyo. So, irgendwas verpaart worden in Richtung Deutsch Kohaku. Auch mit dem Ziel, das Karashi gehen dort reinzubringen. Das ist der Fast Kosui. Und K
Karashi Shusui? Ja, eine normale Shusui. Boah, mit einem unfassbaren Rot. Meine Shusui war Benishi Tsuwai. Deutsch. Ich hatte gerade Deutsch gesagt. Deutsch Puratina oder wie wir sagen Platinum. Die dritte Wanne geht nach oben. Oh. Geiler Koromo. Haben wir gerade eben auch schon gesehen. Kinshova. Chaco. Einer kommt noch. Hier ist noch einer. Arivake. Bisschen kleiner im Vergleich zu den anderen. Die anderen haben, oh lala, haben richtig Körper und Volumen zugelegt. Da ist er vergleichsweise klein dagegen, aber es kann natürlich sein, dass der auch entsprechend später geboren und auch einfach einige Zentimeter hinterher hängt. Auch qualitativ ein sehr geiler Arivake. Akimoto hat gerade gesehen, wie anstrengend es für mich war, hier durch den Schlamm zu warten, und hat mir einen kleinen Tipp gegeben, dass ich da leichter rauskomme. Und wenn man das natürlich nicht weiß, ist es einfach ganz, ganz leicht, aber boah, mega Showa. Dann tut man sich da echt schwer. Den Rinsanke. Oh. Ein bisschen wilder drauf. Geilen Komunri habe ich vorher noch gesehen. Also wirklich von allem was dabei, was in den letzten Jahren als zukünftiges oder eigentlich im letzten Jahr dann als zukünftiges Elterntier auserkoren wurde. Das kam hier nach Mitsukoshi. Du stehst mir im Weg, mein Freund. Geiler Kuchako. Hat er sich dazwischen reingestellt. Wow. Platinum Ogon. Jetzt habe ich gerade den Komonryo verpasst, als ich mich aus seinem Schatten hier heraus bewegt habe. Ein bisschen näher dran zu sein. Akimoto! Neue Position. Muss man mal abschalten. Einer geht noch hoch. So, jetzt kann es weitergehen. Karasugoi, der unten noch ein bisschen orange hat. Karashi Shusui. Wow. Geiler Gosch. Geiler Goschki. Ey. Der Kerl da oben, der jammert die ganze Zeit. Mi, 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 mi.
Zum Glück schaut er sich keine Blogs an, sonst muss ich mir wieder was anhören. Jetzt warten wir ganz kurz, bis es dann hier weitergeht. Wir müssen uns hier neu positionieren. So. Beziehungsweise die anderen, weil ich stehe hier fix. Wow. Das ist der Genrin Sanke. Wow. Das war der geile Kumonryo, richtig geiler Körper. Schwarz jetzt gerade ein bisschen heller. Hat sich, glaube ich, ein bisschen vorne aufgekratzt im Kopf. Auch das kommt mal vor. Wow. Deutz Ojibwa mit, ich nenne sie immer Superdeutz, die am Rückgrat gar keine Beschuppung haben, auch an der Seitenlinie nichts und erst auf Höhe von der Rückenflosse, dann links und rechts schön spiegelbildlich ein paar wenige Schuppen haben. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und es geht weiter. Deutz Kohaku. Ich warte jetzt noch auf den. Hallo, da ist der. Deutz Kojo. Ganz tolle Beschuppung an der Seite. Ich wollte gerade eben noch sagen, ich warte noch auf den geilen Showa, der gerade vorher da reinkam, den nochmal zu sehen. Brutal. Also die Körper sind echt gigantisch. Jetzt werde ich aber auch gleich mal nach oben gehen, dass wir von oben noch was haben. Wir haben hier auch, ich denke mal, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Das hier oben ein bisschen. Richtig cool. Auch das ist ein Elterntier. Sieht richtig geil aus mit der orangenen Färbung, die da nicht ganz an die Seitenlinie hochgeht. Und jetzt machen wir uns mal auf nach oben, um dann mal zu sehen, was oben auf dem Truck abgeht. Komm mal wieder zurück, ich muss noch mal runter. Aber das hat sich schon gelohnt. Geiler Sanke. Martin ist oben noch am Fotografieren und da stehe ich nur im Weg. Dann nehme ich lieber hier unten noch die Eindrücke mit. Ja. Geiler Kuchaku. Matsuba-Beschuppung auf sowohl roter als auch auf weißer Haut schon sehr gleichmäßig ausgeprägt. Matschbier auch sehr, sehr geil. Wow. Qualität von dem Goschki auch richtig toll. So, jetzt weiß gerade was passiert. Und mir hier, ich weiß nicht, ob Sie sehen, in die Seite reingelaufen. Das ist dann wirklich nicht notwendig, hier noch völlig verdreckt den Matsch in der Hose zu haben. Also die Jungs sind, oh, das beruhigt mich, wenn auch die immer mal wieder so aus dem Tritt kommen. Der kleine Pool ist leer, jetzt geht es wieder zurück. Es geht wieder weiter, es war gerade einer, wenn er aus dem Netz raus ist, muss ihn noch kurz einfangen. Hadiwake. Ja.
Dann kommen noch ein paar richtig geile Schober. Ginrin-Schober. Und wieder hat sich einer, da hinten ist irgendwo eine Lücke. Aber er hat ihn. Asagi. Das war noch ein Beifisch, der mit dabei ist. Vorne tummeln sich noch einige kleine. Geht's denn jetzt mal weiter? Ja. Da. Sehr, sehr geile Hariwake. Als ich oben war, hat Martin auch kurz gesagt, dass er mit Absicht keine Warthose angezogen hat, weil er genau weiß, wie tief hier der Schlamm ist. Das war mal wieder typisch, dass er mich dann hier vorschickt, ohne was zu sagen. Aber ich möchte ihm ja die Eindrücke geben und das mache ich gern. Ich glaube, hier unten sieht man auch absolut Ginrin Showa. Wow. Sehr geil. Jetzt wird es hier ganz schön kalt. Die Sonne ist ein bisschen hinter den Wolken verschwunden. Ginrin Showa. Ein kleiner Windzug. Sieht es auch hinten vielleicht, wie die Blätter ein bisschen wackeln. Also man merkt doch von Tag zu Tag, auch wenn wir wirklich geniales Wetter hier haben, dass es kühler wird, gerade morgens und abends, sobald die Sonne weg ist, ist es wirklich kühl. Orange-Jogon. So, Martin ist fertig. Und dann gehe ich mal nach oben. Wenn wir die einnehmen, noch mit. Kinshova. So, ich bin hier hochgesprintet. Die erste Wanne von hier oben. Mal sehen, was uns erwartet. Ah, der Goschki von eben. Kutschaku Showa. Und Shiva ist auch noch dabei. Wow. Na, Sanke war es, kein Showa. Ist dir ein bisschen kalt? Gut, ja, mir ist ein bisschen kalt. Sonnenschutz. Ja, ah, so. Läuft ganz gut, aber ich bin ziemlich verausgabt, würde ich mal sagen. Oder, vor allem, je länger man drin steht, desto schlimmer. Ich habe es gerade schon erzählt, dass du deswegen heute nicht rein wolltest, weil Schlamm so tief. Was erzählst du denn? Ja, siehst du mal. Was erzählt er? Ich hab gesagt. Ach, übrigens, die Nummer mit dem Donut ist geklärt, ja? Weil Tim hat sich ja letztens gefragt, warum ein Donut ein Loch drin ist. Was ich angeblich immer frage und sage. Das hat sich ein Amerikaner einfallen lassen, ja? Der hat das, hat sich in eine Stanze gebaut, hat normale Nussplätzchen gestanzt. Und dann wir sprechen auch vom Donut, nicht vom Plätzchen. Ja, red weiter. Dann hat er sich die Nussfüllung gespart dadurch und hat gleichzeitig den Donut gleichmäßig auf allen Seiten braten können. Und dann kann es eigentlich nur sein, dass es ein Schwabe war, wenn er das Ding stanzt, um Geld zu sparen. Vielleicht also, um mich herum, weil das ist ja der Patentkönig. Also für mich hört sich das alles ein bisschen skurril an. Ja, ein bisschen. Weil du hast jetzt gerade von... Google doch einfach mal. Ja, das mache ich nachher. Wissen, durch dein Nichtwissen jetzt irgendwie schlecht zu machen. Ach Gott. Was war der beste Fisch heute? Oh, schwierig, sind alle ziemlich geil, aber Showa hat mich richtig umgehauen. Also da waren schon geile dabei. Also hopp, hopp,
Hopp, ja, hopp, hopp, ich möchte hier hoch. Oh, Timmele hat gestern eine Badewanne genommen. Oh. Und dann ist er ganz müde zum Abendessen gekommen. Ich falle jetzt nicht gleich da runter. Ja, und alles gut. Dann ist er zum Abendessen ganz müde gekommen. Und dann heute Morgen kam er auch so runter. Und dann sag ich, was ist denn los? Ja, ich habe ein Bad doch gestern genommen, klar. Das höre ich mir jetzt wieder 2 Jahre an. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, ich war seit so vielen Jahren nicht mehr im Baden. Deswegen, ja, schwierig. Das merkt man übrigens. Das. Danke. Danke, danke, danke dafür. Zweite Wanne hier oben. Also für uns. Das müsste Deutschkin Matsuba. Ein Zoon sein. Chaco müsste noch dabei sein. Ah, Achiba. Kula Shova. Ah, Ginrin Shova, Kinshova und Ginrin Shova. Oh, Qualität ist sehr, sehr geil. Der geht ins andere. Schauen wir doch glatt mal da rein. Schon den geilen Koyo, Deutsch Koyo. Müssen wir nachher, glaube ich, mal schauen. Mal kurz aufmachen. Aber die Körper sind absolut brachial. Sehr, sehr geil. Zwei schauen sich auch schon im Detail an. Jan hat auch gerade gesagt, der jetzt seit er in Japan ist, auch bei der ersten Ikeage dabei ist. Riesenfische. Richtig geil. Stand hier gerade fast so, dass der Kranfahrer mich da hinten aufgespießt hätte. Makoto hat nur Abu Nei gesagt. Also wie wäre es, wie gefährlich. Stapeln wir uns hier. Dann kommt schon die nächste, wir sind so gut wie fertig. Da halten wir jetzt einfach drauf. Die Japaner machen das schon alles mit ihrer Ruhe, gell? Vor allem laufen sie nicht gern. Ja. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Jan hat gesagt, sie laufen vor allem nicht gern. Das ist natürlich im Spaß gemeint mit dem Truck. Wenn man da die 50 Koi hochträgt, gerade auch hier bei dem Naturteich, wo die Böschung hier ziemlich steil ist, das ist natürlich ein richtiges Geplage. Da ist der Truck einfach entspannt. Und auch für die Fische sehr schonend. Orange Ogon. Arivake. Oh. Geiler Ginrin Shova, schwarz noch nicht so durchgedrückt. Und müssen wir aus dem Weg. Du musst weg. So, genau. Werden ein bisschen nach Größen sortiert. Das sind ja alles Elterntiere, die dann auch auf die Farm gehen. Und ja, der ein oder andere wird natürlich nächstes Jahr schon gezüchtet oder dann eben in Zukunft oder erstmal als Backup zurückgehalten. Schauen wir gleich die letzte noch an und dann haben wir seit Konnichiwa. Die Dame passt auf den Naturteich immer auf. Hinten geht sie in den Wald, holt ins Futter und füllt den Futterautomat, schaut, dass alles passt. Wenn man natürlich auch nicht jeden Tag hier sein kann, sind schon einiges an Strecke jetzt gefahren.
Und die sind natürlich auch immer, sind immer gern beim Abfischen dann dabei, um dann die Fische zu sehen. Im Sommer natürlich, man sieht immer wieder, wenn sie oben sind, aber jetzt alle, die dann drin sind, nicht. Jetzt warten wir noch ganz kurz und dann schauen wir uns die letzte Wanne an. Es geht weiter. Noch ein Kindschowa-Elterntier. Hariwake. Wow. Qualität auch geil. Zeichnung natürlich viel zu leicht. Ein bisschen Zeichnung am Kopf. Im Schulterbereich zu leicht. Wow. Schönes Kanoko, was da langsam hochkommt. Hier nochmal Kindschowa. Kommt wahrscheinlich hier rüber. Ja, ist auf dem Weg. Sind da jetzt Kindschowa. Jetzt haben wir die letzte Wanne heute. Die Sonne ist mittlerweile weg, mich friert's. Und die letzten zwei, Kutschaku, ne, drei sind's, wie ich es richtig gesehen habe. Geiler Showa. Aus dem Schlamm kommt doch noch mehr als gedacht, die zwei gehen rüber. Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Schauen wir mal hier kurz rein. Ergebnis ist top. Heute sind alle zurückgekommen und das war der letzte. Machen Sie es gut und bis die Tage.